kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Gothic 2 Returning New Balance. Nichts zu holen. So, wir sind hier gerade bei dieser Turmruine und wir rufen jetzt Gina. Gina, du bist geschrumpft. Ist Gina jetzt wirklich mein fester Begleiter oder was? Zehn rohes Fleisch. Na los, ist ruhig. Gina Stärke plus 20. Was, wenn ich jetzt nochmal was gebe? Hier, Gina. Lecker Fleisch. Okay. Muss ich die jetzt zurückbringen und... Nee, das nicht. Ist die Quest jetzt erledigt? Vermisst der Jäger, ja. Georgina gehört jetzt wohl, hier. Okay, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir müssen mal gucken. Also hier irgendwo sind ja auch noch... Sind ja auch noch Viecher, aber ich weiß nicht, wie ich da... Gina war alle fertig. Goblin. Hier irgendwo sind ja auch noch Goblins. Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Also ich höre die Goblins. Kann ich vielleicht hier irgendwo seitlich hochklettern? Hier vielleicht? Muss ich echt von oben runterspringen? Ach so, ich habe 8 Lernpunkte. Ich wollte doch Akrobatik lernen, aber ich weiß nicht mehr, wie viel das kostet. Hat das auch 10 gekostet? Das wäre dann so die nächste Frage. Muss es doch auch irgendwo einen Weg nach oben geben. Da sind Viechers. Ein brütender Lurker. Gina! Stirb endlich. Das heißt, da oben ist doch locker ein Ei. Oh, hier ist ja noch eine Truhe. Komm ich da hin? Ich muss wahrscheinlich echt von oben da runter springen. Aber da ist locker ein Lurker-Ei. Wenn da ein brütender Lurker war. Ich denke mal, dann versuche ich mal hier irgendwie zu kommen. Ich denke, ich muss von oben. So wie ich das verstehe, der kann Gina ja auch aufleveln, ne? Die Frage ist, was ist, wenn Gina stirbt? Dann habe ich diese Lebensspruchrollen, ne? Oder kann ich Gina einfach immer neu rufen? Das wird ja gar keinen Sinn machen. Die ist ja keine magische Kreatur. Das war's für dich, Penner. Hast du gerade einen Bandit umgebracht? Du hast noch nicht mal Gold dabei? Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Warnung? Ey, hier war noch ein Bandit und Jack hat ihn umgebracht? Was ist das für ein krasser Typ? Wenn die Miliz beschließt, es mit dir aufzunehmen, wirst du gewarnt. Ich gebe dir einen Schlüssel für Notfälle. Wenn etwas ist, kannst du dich hinter einer Geheimtür in unserer Höhle verstecken. Aber das ist nur für Notfälle und mach keinen Lärm. Verbrenn den Zettel.
Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Hey! Netten Turm hast du. Nicht wahr? Geh ruhig ganz nach oben und sieh dir den schönen Ausblick an, mein Jung. Fühl dich hier wie zu Hause. Worüber denkst du nach? Ach, ich habe nur darüber nachgedacht, wie schön es wäre, bei diesem Ausblick eine Pfeife zu rauchen. Und was ist das Problem dabei? Dass ich keine Pfeife habe. Meine alte ist mir mal auseinandergebrochen und hier auf der Insel eine neue zu besorgen ist ziemlich schwer. Vor allem seitdem keine neuen Schiffe mehr in den Hafen einlaufen und damit auch keine neuen Händler kommen. Warum rauchst du da nicht einfach ein paar Stängelsumpfkraut? Ach, geh mir bloß weg mit diesem Zeug. Ich bin guten Tabak mit einer Pfeife gewohnt. Und das schon seit Jahren. Ich habe auf See und Land immer guten Stoff geraucht und werde das auch beibehalten. Außerdem hält mich die Pfeife bei Wind und Wetter warm. Deine Stängel haben einfach nicht die richtige Qualität oder das richtige Gefühl. Wenn du das so siehst, kann ich ja nach einer suchen. Das wäre klasse. Tu einem alten Mann einen Gefallen, ich werde mich auch nicht lumpen lassen. Ich war mir eigentlich fast ziemlich sicher, dass ich schon eine Pfeife gefunden habe. Also ich bin mir eigentlich gerade sicher, dass ich eine aufgesammelt habe. So, da sind auf jeden Fall die Goblins. Ich habe ein bisschen Angst um Gina. Was ist, wenn Gina jetzt hier zum Beispiel runterstürzt? Das könnte ich mir nicht verzeihen. Es muss doch einen Weg dahin geben. Das überlebe ich doch niemals. Oder? Das war nicht geplant. Was Stürze in den Tod selten sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier keinen Weg gibt, der da irgendwie runterführt. Der Sturz war tatsächlich geplant, weil ich gucken wollte, ob hier vielleicht eine Höhle ist oder so. Ich muss irgendwas übersehen. Ist Gina jetzt weg? Ach, okay. Gina kann ich wirklich immer wieder rufen. Aber ich muss eigentlich ausprobieren, was passiert, wenn die stirbt, ne? Das überlebe ich doch auch nicht. Wie komme ich da runter? Das interessiert mich jetzt. Kann doch nicht sein. Moment mal, da ist doch ein Weg, oder nicht? Ich weiß nicht, ob man da hochklettern kann, aber das könnte ein Weg sein. Jetzt kann ich auch die Snapper mal töten. Der Gina ist ja gar nicht mal so schlecht.
Gina ist jetzt Stufe aufgestiegen, ne? Also die kriegt schon ordentlich Boost. Pro Stufenaufstieg. Alter Gina, chill. Nein, Gina! Heilst du dich auch permanent? Oder wie macht man das mit dir? Alter, Gina ist so bescheuert. Die greift jetzt schon wieder den an, ne? Okay, Gina wird jetzt sterben. Die Frage ist jetzt, ob Gina für immer tot ist. Oder ob ich sie wieder rufen darf. Nein, okay, ich kann Gina einfach wiederholen. Das ist zwar verdammt unlogisch, aber okay, dann ist Gina jetzt einfach so ein permanenter Begleiter, den man dazu holen kann. Warum grummeln diese dunklen Snapper eigentlich so lange? War hier nicht eben noch einer? Fragen über Fragen. Was sagt eigentlich der gute Niklas? Hey, du! Ich brauche deine Hilfe. Und weshalb benötigst du sie jetzt auf einmal? Ich möchte mit Falk um den Titel des besten Jägers im Lager streiten. Warum willst du das unbedingt, Junge? Falk ist ein sehr erfahrener Jäger und du wirst es kaum schaffen, ihn zu besiegen. Ich will es immerhin versuchen. Gut, wie du willst. Fürs Erste möchte ich, dass du mir einen Gefallen erweist. Meine letzte Jagd war nicht allzu erfolgreich. Es ist mir nicht gelungen, die geforderte Menge an Fleisch für die Jungs im Lager zu beschaffen. Bringe mir also, sagen wir mal, ein Dutzend rohe Fleischstücke. Damit wirst du meine Stimme so gut wie in der Tasche haben. Damit kannst du mir gleichzeitig beweisen, dass du ein zufriedenstellender Jäger bist. Also, bist du einverstanden? Sicher. Hier ist dein Fleisch. Ausgezeichnet, Junge. Es scheint, du bist in der Tat kein schlechter Jäger. Wie steht's um deine Stimme? Ich werde dich bei deiner Sache unterstützen, so wie ich es versprochen habe. Na dann. Bin ich ja glücklich. Ich denke, wir werden dann mit Laris mal aufbrechen. Das wird höchste Zeit, dass wir das mal machen. Unterwegs mit Gina und Laris. Aber erstmal will ich natürlich jetzt nochmal die Tür hier abchecken. Ja, und hier ist der Weg. Ist der Weg. Oder? Nee. Da bin ich ja schon wieder oben. Läuft bei mir. In die falsche Richtung. Okay, das ist schon mal verkehrt. Das ärgert mich jetzt. Ich will da hoch. Kann ja nicht so schwer sein. Vor allem sind das zwei verschiedene Passagen.
Es ist alles zu hoch. Es muss doch einen Weg geben. Naja. Dann guck ich mal, was hier hinter der Tür ist. Achso, Gina ist ja gar nicht mehr da. Egal. Obwohl. Meine Gina ist schon ein bisschen komisch, weil die direkt immer angreift, ne? Da bist du ja. Was macht ein Milizsoldat in dieser Höhle? Ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe ein Angebot für dich. Du beendest deine Suche hier und vergisst alles, was mit diesen Banditen zu tun hat. Und was bekomme ich dafür? 1500 Gold und einen wertvollen Trank. Wo hat ein Milizsoldat so viel Gold her? Weißt du, ich kenne ein paar sehr einflussreiche Leute. Allerdings sollte man denen besser nicht begegnen. Du kannst zu Dinos beten, dass du noch redest, obwohl Kreik tot ist. Ich sehe schon. Du redest wohl gerne. Und wie hast du dich entschieden? 1000 Münzen und das Elixier des Lebens. Nein, ich denke, ich finde heraus, da was hier vorgeht. Eins von diesen ich dachte, das würde einfacher laufen. Na warte. Hä? Die greifen sich ja jetzt gegenseitig an. Versuch das nicht doch mal, Bürschchen! Okay, Gina kann auch manchmal zu Nachteilen führen, aber auch manchmal zu Vorteilen, wie es scheint. Letzter Befehl. Ist ja ein Hebel. So, diese Wand, die sieht so aus, als würde die sich öffnen. Nachdem du aus der Höhle zurückgekehrt bist, nimmst du deinen Posten in der Nähe des Ostors ein. André hat mich schon zweimal gefragt, warum ich dich immer wieder von deiner Pflicht entbinde. Also, das ist schon Wulfgar, oder? Der dahinter steckt. Denke ich mal. Ein Bandit, der vermisst wird. Der Mann von der Meliz, der mich in der Höhle angegriffen hatte, sollte normalerweise am östlichen Tor Wache stehen. Wer könnte ihm einen solchen Befehl gegeben haben? Wulfgar. Wulfgar war doch irgendwie eine falsche Schlange hier. Also da kann man locker irgendwie hinter, aber ich weiß gerade nicht wie. Aber ich sehe hier auch keinen Schalter oder irgendwie sowas. Ich will, das der perfekte Ort hier, einen Schalter zu verbergen. Naja, wir können ja nochmal wiederkommen. Auf jeden Fall interessant, dass man die Option hatte, auch hier einfach zu sagen, ist mir egal, ich vergesse alles. Warte mal, wird Gina eigentlich von den Leuten angegriffen? Nee, ne? Weitergehen.
Wie steht's? Geh weiter. Ich bin im Dienst. Das sehe ich. Gina, kannst du eigentlich auch schleichen? Die habe ich wirklich noch nicht aufgemacht. Abgebrochen. Okay, voll das komplizierte Schloss. Wo ist... Warte mal, war das Schloss eröffnen? Ja. Erledigt. Liste der Verdächtigen. Der Goldteller natürlich. Für Maria. Ja, okay. Das ist ja nichts Neues. Ins Bücherregal darf ich, glaube ich, nicht. Was ist los? Sag mal, Wolfgar. Ich habe eine Frage an dich. Was schleichst du denn darum? Was ist los? Ich würde gerne an seine Truhe. Da hinten ist ein Schriftstück. Zerknitterte Stück Papier. Rubinklinge? Junge. Nicht übel. Ich habe alles versteckt, wie du dir das gewünscht hast, Hauptmann. Es war nicht einfach, die Höhle war voll von Untoten und ich habe es kaum lebendig herausgeschafft. Ich hoffe, ich werde bei meiner Ankunft entsprechend belohnt. Die Höhle ist die... über die wir gesprochen haben, nicht weit vom Sonnenkreis. Oh, die Höhle. Die ist schon im Hauptspiel übel. Ich will gar nicht wissen, wie krass die hier ist. Ich habe eine Frage an dich. Eine Frage also. Was willst du? Einer deiner Leute wollte mich in einer Höhle töten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Der hat deine Nachricht bei sich. Die trägt deine Handschrift. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Du solltest jetzt besser gehen. Ich könnte dich Lord André melden. Das wäre aber sehr dumm von dir. Du hast doch gar keine Beweise. Ich habe diese Notizen. Dort steht nirgendwo mein Name und seit die Paladin in der Stadt bin ich hier in der Kaserne. André würde dich ins Gefängnis werfen für diese falschen Beschuldigungen. Ich werde dich aufhalten. Was denkst du, wer du bist? Ein Held! So etwas in der Art. Du hast bereits mehrere unserer Leute getötet. Das muss aufhören. Lass uns verhandeln. Und wo genau? In der gleichen Höhle. Und greif ja nicht die Person an, die sich dort mit dir trifft. Was sollte mich daran hindern? Man würde dich zu einem Verbrecher erklären. Na schön. Ich gehe zurück in die Höhle. Interessante Quest auf jeden Fall. Bisschen crazy, aber interessant. Ich bin mal gespannt, wen wir jetzt treffen. Wer könnte jetzt der Vermittler sein? Plot Twist, es ist Lord André selbst.
Wo ist nochmal der Eingang jetzt? Ist jedes Mal so, dass ich den dann nicht finde. Ah, hier. Hoffentlich keiner, den ich mag. Ist das? Bin ich den? Ach, der Typ von Fernando. Du? Mit mir hast du nicht gerechnet, was? Was geht hier vor sich? Du bist hier, weil ein wichtiger Freund sich gewünscht hat, dass wir beide uns einmal unterhalten. Dann fang an, dich zu erklären. Alles zu seiner Zeit. Du hast einige unserer Leute umgebracht. Du könntest ihren Platz einnehmen. Wovon redest du da? Ich zeige es dir, folge mir. Und greif mich ja nicht an. Aha. Ist das vielleicht der geheime Weg zu dem Lurkern? Ich speichere mal. So, wir sind da. Hier sind ja überall Goldvorkommen. Das stimmt. Niemand hat diesen Ort bisher bemerkt. Außer uns. Wolfgar und ich konnten damit einen ganzen Batzen Gold machen. Zwei Sklaven haben das Gold abgetragen und geschmolzen. Wir hatten dadurch eine sehr gute Einkommensquelle. Und die Banditen? Craig hat für uns gearbeitet, aber du musstest ihn ja töten. Die Banditen am Leuchtturm haben den zweiten Eingang zur Höhle bewacht. Jetzt verstehe ich alles. Aber wieso ist Wolfgar bei dieser Sache mit dabei? Wir haben die Mine gefunden lange bevor die Panadine in die Stadt kamen. Deswegen hatte er keine Wahl, als weiter mitzumachen. Die Sache hätte aufwiegen können. Warum hast du mir das alles erzählt? Junge, du verstehst es immer noch nicht. Du hast jetzt keine Wahl mehr. Du musst Kreis Platz einnehmen. Du bekommst 10% von dem Gewinn. 10%? Na schön 15%, aber nicht mehr. Was hält mich davon ab, dich zu töten? Zuerst, du würdest keine Einnahmen mehr bekommen. Wenn ich sterbe, kümmert sich niemand mehr um die Sklaven. Zweitens, wenn ich nicht mehr zurückkomme, wird dich Wolfgar zum Banditen ausrufen lassen. Keine einfache Situation. Ich gebe dir 5 Minuten. Sieh dich um und entscheide dich. Also, ich arbeite mit der Diebesgilde zusammen. Ja, ich nehme Gina nicht mehr mit. So, wir sind da. Hier sind ja überall Goldvorkommen. Das stimmt. Wolfgar und ich konnten damit einen ganzen Batzen Gold machen. Zwei Sklaven haben das Gold abgetragen und geschmolzen. Und die Banditen? Craig hat für uns gearbeitet. Die Banditen am Leuchtturm haben den zweiten Eingang zur Höhle bewacht. Jetzt verstehe ich alles. Aber wieso ist Wolfgar bei dieser Sache mit dabei? Wir haben die Mine gefunden lange bevor die Panadine in die Stadt kamen. Deswegen hatte er keine Wahl, als weiter mitzumachen. Warum hast du mir das alles erzählt? Junge, du verstehst es immer noch nicht. Du musst Craigs Platz einnehmen. Du bekommst 10% von dem Gewinn. 10%? Na schön 15%. Was hält mich davon ab, dich zu töten? Zuerst, du würdest keine Einnahmen mehr bekommen. Wenn ich sterbe, kümmert sich niemand mehr um die Sklaven. Keine einfache Situation. Ich gebe dir 5 Minuten. Also Gina hat sich gerade sehr unsympathisch bei mir gemacht. Muss ich sagen. Geknechteter. Hey, du. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich mache ja auch bei der Diebesgilde mit. Wir sind sowieso ein korrupter Typ bei der Mördergilde. Dann können wir auch hier mitmachen. Wie gefällt es dir hier? Willst du mich verarschen? Die haben mich zu einem Sklaven gemacht.
Seit über einem Monat bin ich hier gefangen. Kein gutes Schicksal. Falls du die Chance dazu hast, dann rette uns. Ich will nicht in dieser gottverdammten Höhle sterben. Hey! Hey! Wie bist du hierher gekommen? Ich war ein Landarbeiter. Ich war auf dem Weg zur Taverne und wurde dort geschnappt. Seitdem bin ich hier. Bekommst du was zu essen? Ja, aber ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Besser ist das. Mein Gold verdient sich nicht von alleine. Hier geht's wirklich raus. Ich glaube, das ist wirklich der Weg zu dem Lurker und zu den Goblins. Ja, machen wir. Wir sind eh korrupt und böse. Hey, du! Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich höre. Ich bin dabei. Gute Wahl. Hier ist der Schlüssel für den zweiten Ausgang. Wie sieht das aus mit Gold? Du bekommst 200 Goldmünzen am Tag oder die Brocken, die noch nicht eingeschmolzen wurden. Du kannst immer direkt zu mir für deinen Anteil kommen. Und sprich mit niemandem darüber. Hey, du! Verkaufst du irgendwas? Nein, jetzt nicht mehr. Gibt's was Erfreuliches zu berichten? Leider nicht. Ich bin immer noch arbeitslos. Ich komme, um meinen Anteil zu holen. Hier ist er. Suchst du Ärger? Ja gut, ne, also könnte schlimmer sein. Das hat Enos nicht gefallen, aber ich meine, ich habe vor, einen Paladin umzubringen und andere schlimme Sachen zu machen. Von daher, ich glaube, wir sind ziemlich böse. Und wenn ich das nochmal spielen sollte in Zukunft dann, dann werde ich ein sehr rechtschaffener Mensch sein. Dann machen wir das wirklich mehr rollenspielmäßig, glaube ich. Dann wird nicht geklaut. Dann werden nur Banditen umgebracht. Und, ne? Ey, bei Gina weiß ich echt nicht, ob ich die aufleveln soll, weil die ist bestimmt stark, ne? Aber irgendwie ist das immer so eine Sache mit den Begleitern. Boah, Junge, habe ich mich gerade erschrocken. Ich wusste nicht, was das war. Ich dachte, das wäre eine riesige, eklige Missgestalt von Spinne oder so. Zum Gürger bin ich hier. Achso, ich weiß, wo ich bin. Aber dann ist es doch nicht der Weg zum Brutlurker. Ja, wir sind in der Nähe des Leuchtturms. Sag mal. Ja, das können wir dann auch noch irgendwann machen. Sehr interessant. Was sagt die Uhr? Es ist ja schon bald wieder morgen. Da brauchen wir auch nicht pennen gehen. Ich glaube, was ich jetzt mache, ist einmal zu Cassia gehen. Gucken, ob ich Akrobatik lernen kann. Das wäre ganz nice. Dann könnte ich vielleicht auch so einen Sprung überleben zu der Lurker-Mudi da. Ansonsten würde ich gerne noch das Waldstück da erkunden und dann können wir mit Laris aufbrechen. Ich glaube, ich sage schon seit 10 Folgen, dass ich mal mit Laris aufbrechen sollte und irgendwie kommt immer was dazwischen. Aber diese Quest war jetzt ja ganz interessant mit der Goldmine. Also es gibt Quests, die gefallen mir sehr gut und dann gibt es Quests, die, wo man denkt, so ja, ist nett, aber wäre auch nicht schlimm, wenn sie nicht da gewesen wäre. Aber das war eine, wo ich sage, das ist schon ganz interessant. Auch gerade, dass man so gut und böse Entscheidungen hat. Okay, das braucht 10 Lernpunkte. Und die Frage ist dann auch, ob ich überhaupt das schon lernen kann, weil wir haben ja gar nicht wirklich 111 Geschick. Wir haben ja noch einen Geschicklichkeitsring und ein Amulett.
Von daher ist das so eine Sache, ne? Achso, was ist eigentlich hier mit Jacks neue Pfeife? Sehr wichtige Quest auch. So, dieses Waldgebiet hier. Soll ich jetzt Gina mitnehmen oder nicht? Also ich weiß nicht. Ne? Eigentlich, also Begleiter sind schon cool, so, aber irgendwie auch nicht, weil ich dann gleich so das Gefühl habe, ich muss mich um das Ding kümmern immer. Wie seht ihr das? Also ich finde, das ist so nice to have, aber muss halt nicht. Deswegen glaube ich, werde ich Gina einfach ignorieren. Sorry, Gina. Vielleicht kann ich sie auch einfach dem Jäger im Lager schenken. Könnte ja auch gehen. Aha. Wisst ihr noch? In den ersten Folgen. Die Riesenspinnen so furchteinflößend waren. Jetzt kommt man zig Stunden später hier hin und haut die einfach weg. Wie nichts. Noch so eine Spinne? Spinnenzangen. Die Frage ist auch, sind hier noch 5 Milliarden Waage? Und was ist da unten in der Höhle? Oh shit. Die machen mittlerweile auch keinen Schaden mehr, die Goblins. Also rüstungstechnisch sind wir auch schon besser geworden, alleine weil wir diese krasse Trophäe da haben, ne? Von dem Wag. Angst machen mir die Wagen immer noch. Was macht der da? Warum rammelt er den Baum? So, es wird langsam wieder heller. Da ist noch der Schattenläufer. Aber ich glaube, echt, gerade die Lebensregeneration zu lernen, war echt die beste Entscheidung. Schon ein bisschen kirre. Ja.
Also, wenn der hier nicht gleich hochkommt, ne? Weiß ich auch nicht. Der ist doch einen Zentimeter davon entfernt. Sehr, sehr nice. Achso, ich könnte gucken, ob ich von dem einen Warg die Trophäe vielleicht bei Falk zeigen kann, damit er mir zeigt, wie man so eine Rüstung macht, ne? Weil die Jägerrüstungen, die wirken auf jeden Fall auch sehr interessant, ne? Es gibt so viele Sachen, die man hier bedenken muss. Wenn man sich vorstellt, dass wir ganz am Anfang noch sind, immer noch, nach so vielen Spielstunden. Guck mal, nach so vielen Spielstunden hätte man Gothic 1 schon wieder fast durch, ne? Oder hätte es wahrscheinlich schon durch. Aber hier ist das was anderes. Läufer waren auch schon mal schwieriger. Also, es wird langsam. Es wird. Da ist eine Steintafel des Heilers. Ich brauche noch so viele Lernpunkte auch für so andere Fähigkeiten wie die Sprache der Erbauer. Sowas wie Akrobatik, dann natürlich sowas wie noch die Crafting-Fähigkeiten und so, ne? Ich frag mich auch bei dieser Geschichte hier für diesen dunklen Krieger, ne? Der sagt, wir sollen einen Paladin umbringen. Da würde mich mal interessieren, ob das egal ist, ob man einen No-Name-Paladin umbringt oder irgendeinen anderen mit Namen. Was sagt denn eigentlich das Questlog dazu? Tot oder lebendig? Wenn einer der Paladine allein außerhalb der Stadt ist, ist das die beste Option? Ob es da ein extra Paladin irgendwo gibt? Weil ich wüsste auf Anhieb jetzt keinen, der außerhalb der Stadt ist. Vielleicht übersehe ich auch einen. Ich mach dich klar. Das hast du verdient. Ein Oger. Scheiße. Also die sehen noch besser aus hier als in Odyssey, finde ich. In Odyssey waren die, glaube ich, ein bisschen kleiner. Hier sind die ein bisschen größer, oder? Nee, ich glaube, die sind auch nur so groß wie... Dann sehen sie vielleicht auch genau gleich aus. Ja, ich glaube, ein Ogre ist noch ein bisschen heftig, oder? Ich meine, in so einem Fall ist natürlich ein Begleiter gut, einfach um abzulenken, während man dann so einen Oger in den Rücken holt, vielleicht. Ich glaube, den mache ich später. Aber krass, das ist kein Bossgegner. Das ist einfach nur ein Oger. Shit. Ein Jahr ist... Okay, das ist echt nicht die Höhle, wo ich mich aufhalten will. Die Geister sind übrigens voll an die Geister von Witcher angelehnt irgendwie, ne? Die haben doch auch immer solche
solche Laternen gehabt. Wo ist denn der Geist? So, nee, falsche Höhle. Ja doch, aber die sieht man echt nicht so gut. Man sieht nur die Laterne. Vielleicht ist auch das der Grund. Naja, dann habe ich mich ja hier zumindest auch umgeschaut. Dann wissen wir da unten, ist eine krasse Höhle. Mit Geist und Oger. Dann gehe ich jetzt auch einmal durchs Quest-Log. Ob ich irgendwas sehe, was ich noch machen kann. Was war das nochmal? Achso. Der versteckte Schatz. Achso, das war die Geschichte mit Viper. Dann versuche ich vielleicht einmal ganz kurz zum Jägerlager zu gehen. Da vielleicht nochmal mit diesem Typen sprechen, wegen Gina. Und ansonsten gehen wir dann echt mit Laris los. Warte mal. Gib Gina ab. Ich glaube, ich gebe sie wirklich ab. Warte mal. Ich würde es gerne Gina geben. Na gut, wenn du dir sicher bist, nehme ich es. Ja, ich gebe sie dir. Okay, ich kümmere mich um sie. Hier, weil du sie vor den Banditen gerettet hast. Runenstöcke-Extrakt, das ist gut. Da können wir uns direkt noch so einen Trank machen. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal mit Wulfgar sprechen kann. Permanent. Ja, wir machen uns einen Einzelgeschicklichkeit. Ich glaube, das ist am besten. 113. Du bist also zurückgekommen. Ja, ich gehöre ja jetzt zu dir. Halt die Klappe, ich mag das alles auch nicht. Es liegt nur daran, dass wir das alles vor der Ankunft der Paladine gefunden haben. Ich weiß, Valeran hat mir alles erzählt. Gut, dann hoffe ich, dass es keinen Ärger geben wird. Also, ich verstehe nicht so ganz, warum Wulfgar da nicht trotzdem ab einem Punkt sagt, so, weil er könnte es, denke ich, drehen, dass er da fein rauskommt als Hauptmann der Wache. Könnte die Banditen dann trotzdem verraten. Allerdings geht ihnen dann Gold durch die Lappen und er hat wahrscheinlich so auch einen ruhigeren Lebensabend, ne? Glaubst du wirklich? Ich glaube das wirklich, ja. So, Laris, bist du bereit für eine Reise? Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Hauptsache, wir sind jetzt schon so weit im Spiel und jetzt erst machen wir das. Achso, habe ich eigentlich wieder ein bisschen was für Ausdauer? Ich würde gerne noch auf 300, ja. Damit bin ich dann jetzt erstmal zufrieden. Shit, er hat nicht gewartet, ne? Ich meine, der hält ja eh an. Also von daher ist es nicht so tragisch. Hey, da ist er. Bei mir kann man auch tauschen. Ares. Orte.
Warte doch bitte. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? So viel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Ich bin mal gespannt, ob es hier Konsequenzen hat, wenn man diese Rüstung in der Stadt trägt. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Beim Hauptspiel hat es ja gar keine Konsequenzen. Da interessiert es niemanden. Oh, das mit dem Verschnellern ist aber auch sehr angenehm. Gerade für solche Laufwege, wo ich jetzt weiß, hier passiert nicht viel. War ich eigentlich schon in dieser Höhle hier? Nee, ne? Da vorne ist ein Paladin. Da vorne ist ein Paladin. Das ist ja krass. Also kann ich diesen Paladin töten. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, das war die Truhe von Fernando auch, ne? Wenn man diese Erzquest macht mit der Erzlieferung. Dem sagt, wie viel Erz es da so gibt. Was ist los? Geht's noch? Oh, es geht noch. Verwundeter Paladin. 3000. Hey du. Okay, der steht hier einfach nur. Ich meine, ich verstehe schon, warum es so ist. Ich hätte mir eher gewünscht, nicht, dass hier einfach einer steht, wo dann verwundeter Paladin steht und man macht die Quest dann, weil man es machen kann, sondern du musst selber einen Paladin aus der Stadt locken irgendwie. Das würde ich viel interessanter finden, dass du dir eine Ausrede einfallen lässt, warum man mitkommen muss und so, dass das so in so eine kleine Quest involviert wäre. So ist natürlich einfacher, ne? Was ist jetzt eigentlich, wenn ich zum Beispiel den einfach angreife? Hilft mir eigentlich Laris? Dein Kampf bemerkt. Okay, den Paladin zu töten wird aber auch echt nicht einfach, ne? Aber parier doch! Laris sieht es ja eh und deswegen ist es sowieso nicht so gut. Deswegen lade ich das mal. Das muss ja nicht sein. Ich habe auch keinen Schleichbonus gemacht. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Aber wir sind schon ziemlich böse in diesem Durchgang. Ich meine, wir haben auch schon die eine oder andere gute Sache gemacht, aber das Böse überwiegt mittlerweile, denke ich, oder? Was sagt hier unser Karma? Ja, bei Belia ist jetzt mehr. Laris ist voll OP mit Bogen.
Er kümmert sich da schon um die Viecher. Und er wartet da jetzt eh, ne? Anderen Wolf kann ich irgendwie gar nicht anvisieren. So, grauer Varan. So einen haben wir ja auch schon mal gesehen. Die waren gar nicht so stark. Wieder sehr verregnet hier. Warum ist da schon ein Scavenger tot? Wer hat den guten Scavenger umgebracht? Alter Scavenger. Alter Scavenger. Mach mir jetzt nicht schlapp. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Na dann. Laufen wir mal weiter. Ich glaube, hier laufe ich sowieso später nochmal alleine rum. Wir können uns immer noch in Ruhe alles anschauen. Laris noch nicht aus den Augen verlieren, der soll mal ihn hinstellen, dann kann ich hier in Ruhe mich umschauen. Wieder so ein Irrlicht. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Ja, in der nächsten Folge dann, ne? Denn das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.